Hallo und willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition. So, wer ist denn dieser gottverdammte Glückspilz? Glückspilz, von dem ich gehört habe. Verfolgungsjagd, das fängt ja richtig gut an schon. Ah, Sergio! Von wem wird er da verfolgt? Ah! Glaubst du, was ich versuche? Von Sam und dem anderen. Dem Waffenfritzen, glaube ich. Auf die Reifen! Der ist also der Glückspilz. Nein, nicht noch ein Zug. Wieso grinst der immer so? Wieso grinst der? Na gut. Deswegen kann man grinsen. Wir haben das geschafft. Oh. Wie hat der das im Rückspiegel noch mitbekommen? Ja, das würde ich aber auch sagen. Sam ist verletzt. Dann lasst mal den Profi hier ran. Hätte schlimmer kommen können. Wir müssen dich nicht vom Zug kratzen. Er hatte einfach nur ein Riesenglück. Sergio Morello hat immer Glück. Er hat sogar mehr Hirn als sein Bruder abgekriegt. Wir kriegen ihn, Boss. Nein, ich ziehe euch ab. Ihr seid einfach vom Pech verfolgt. Tommy hat Ghilotti ausgeschaltet. Und jetzt haben alle Politiker Angst vor ihm. Vielleicht kann er Sergio kalt machen. Was ja, muss ich vielleicht über diesen Kerl wissen? Abgesehen davon, dass er mehr Glück als Verstand hat. Ach, das ist egal. Sergio bringt am meisten Geld. Kontrolliert die Gewerkschaften, also kontrolliert er die Dogs. Und er kassiert bei allen Einfuhren mit. Wenn wir ihn umbringen, verliert Morello einen Großteil seiner Einnahmen. Tja, dann ist es eine dämliche Organisationsstruktur. Ich will nicht wie die zwei an einem Baum enden. Du wirst seine Asche verstreuen. Okay. Spezialanfertigung. Bring das unter seinem Auto an und sobald er den Schlüssel dreht, gibt's ein Feuerwerk. Bombe. Ist das Ding sicher? Nicht Nein. Sein lassen, schütteln, daneben rauchen, ist sicher. Boom! So ein Arsch. Ich mag Sprengstoffe nicht. Tu es, Tommy. Für alle, die Morello getötet hat. Und wieso mache ich hier jetzt die ganze Arbeit? Ich kümmere mich drum, Boss. Ja, ja, Busch, geht klar. Na, dann verhandeln wir mal hier eine Gehaltserhöhung oder irgendwas in der Form. Hier ist doch noch ein Plakat. Also wenn ich da reingehe, muss da hinten was liegen? Ah, Zigarettenkarte. Pepone. Na gut. Haben wir dem schon die Rübe abgeschossen? Nee, Pepone war ja auf unserer Seite. Keine Ahnung. Wie laufe ich denn gerade die Treppen runter? Habe ich einen Stock im Hintern? Also, ja, das auch, aber... Ich habe früher für ihn gearbeitet. Wenn Morello aufwacht und bewaffnet kommen will, kommt er bewaffnet. Nee, ja. Er nicht. Ich bewaffne mich auf jeden Fall. Servus. Wo Waffen, was will man? Ist ja alles da, was das Herz begehrt. Der kleine Revolver hat Spaß gemacht. Und warum nicht mal wieder ein Gewehr? Alle Angaben ohne Gewehr, aber das wird funktionieren. So. Ich hoffe, das reicht an Munition. Nette Lady. Mit einer netten Pump-Action-Shotgun. Und jetzt ein Autochen. Wie viele Autos haben wir denn eingelagert? Variante wechseln. Achso, nee. Rechts weiter. Wo ist denn das Auto vom Boss hin? Ah, shit, das habe ich nicht. Dann wäre ich dafür. In welcher Farbe? Oh, die sehen ja alle so prächtig aus. Ich nehme gelb. Na gut. Fahren. Das erinnert mich an meine einfache Taxizeit. Ja, halt mal die Phrase wieder. So, dann geht's Sergio an den Kragen. Im metaphorischen Sinne. Dem blasen ja ordentlich den Arsch um die Ohren. Müssen wir mal schauen, ob der Richtige auch einsteigt. Wie bei allem im Mafia-Business geht das wahrscheinlich auch schief.
Aber wir werden es irgendwie schaffen. Ah, das wechselt tatsächlich nur den Radiosender. Ich glaube, 4 hat das Radio ausgemacht. Zumindest höre ich aktuell nichts mehr. Vorsicht, Straßenbahn. Ich habe doch Vorfahrt. Also wirklich. Der öffentliche Dienst hat damals echt nur Idioten eingestellt. Obwohl, ist das öffentlicher Dienst? Hat Amerika sowas wie öffentlichen Nahverkehr? Also die haben Nahverkehr, aber der öffentliche ist? Keine Ahnung. Nein! Oh, war das knapp. Der hat mich berührt. So, hier rum, hier rum, hier rum. Bevor jemand auf die Idee kommt, die Polizei zu rufen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, da kommt schon Polizei. Ich höre was tuten. Nein, die sind nicht hinter uns her. Noch nicht. Wird bestimmt wieder dazu kommen. Ich bin froh, dass ich das Auto in Gelb genommen habe. Bin total unauffällig. Kann mich als Taxi tarnen. So. Ich denke, ich fahre auf der richtigen Straßenseite. Ich bin Engländer. Das muss so sein. Ja, vielleicht wechseln wir vor der Polizei doch mal. Ja. Das sind bestimmt wieder korrupte Polizisten. Alle in der Tasche von Morello. Oh, das Auto ist auch nicht schlecht. So, die nächste rechts. Ja, ist ja gut. Hört sich aber ganz gut, die Kiste. Würde ich so heute auch noch nehmen. So, ihr haltet mir definitiv zu viel an da. Da muss man ja eigentlich überholen. Wer ist denn da? Bist du Sergio? Keine Aufmerksamkeit erregen. Ich erreg doch so gern andere. Ja, das ist Sergios Wagen. Wie komme ich da nur ran? Von hinten? Was weiß ich? Durch die Tür? Da kommen ja dauernd Leute. Ja, ich kehre ja zurück. Und wie soll ich keine Aufmerksamkeit erregen? Da steht ja direkt ein Typ vor. Ah, da durch die Seitengasse. Ich laufe so unauffällig über die Straße. Ja, ja. Alles gut, Kollege. Wahrscheinlich hat er so ein Glück, dass das hier nicht hochgeht, wenn er einsteigt. Mal platzieren. Hallo? Hallo? Ja? Hinten rein? Ah, hinten rein. Ja? Nein? Ich bin doch hier. Ah, Beifahrerseite. So unauffällig, so unauffällig. Und wieder rüber mit uns. Mein fetter Arsch hätte da nicht rüber gekonnt. Warte in der Telefonzelle. Ach, direkt gegenüber. Hey Kollege, ich habe nur kurz eine Bombe platziert. Nur damit du Bescheid weißt. Wo willst du hin? Telefonieren? Wo willst du hin? Vorm Essen zu Hause. Willst du am Wochenende tanzen gehen? Vielleicht die Kleine zu deinem Vater bringen? Oh oh. Ja, bin noch dran. Oh oh. Oh Gott. Hey, warten Sie! In der Telefonzelle wäre ich draufgegangen. Oh Gott! Oh Himmel! Das ist jetzt Pech. Charlie, was ist los? Ruf den Krankenwagen. Vinny, es ging alles schief. Ich würde sagen, nicht alles, nur die falsche Person war drin. Was passiert ist, passiert. Daran kannst du nichts mehr ändern. Aber jetzt kriegen wir Sergio. Und wie? Was meinst
Wovon redest du? Sam und Pauli haben ihn gefunden. Er ist in Georges Restaurant am anderen Ende der Stadt. Du musst dich beeilen. Na gut, okay. Ich eile. Tja, Tommy ist kein Blitzmerker. Ich hätte es nie zum Mafia-Vorstand geschafft. So, da kommt Polizei. Ich als Tatverdächtiger fliehe. So. Ja, ja, ist gut mit eurem News Report. Echt, ich muss einen U-Turn machen. Mach ich doch gerne. Wieder an der Polizei vorbei. Kann man die noch anhupen? Wenn ja, mit was? Ring an. Oh, ich habe einen Limiter aktiviert. Das finde ich gar nicht gut. Boah! Hat beinahe einen Auffahrunfall gegeben. Das wäre nicht sehr gut gewesen. Achso, ich muss mich beeilen. Habe ich eine Waffe dabei? Ja, ich habe ein Repetitiergewehr. Repetit. Kann das Wort einfach nicht. Egal in welchem Spiel ich versuche, das auszusprechen. Egal in welcher Lage. Repetier oder Repetitier? Repetier. Ich dachte, er wäre am anderen Ende der Stadt. Das ist doch gleich hier. So, ich park. Ich park. Ich steig aus. Hi. Tom, alles klar? Ja, die Autobombe ging daneben. Och, die war eigentlich voller Erfolg. Schnappen wir diesen Idioten. Und jetzt los! Ja, Pauli hat zumindest hier Arbeitsmoral. Was zur Hölle? Wir haben eine Nachricht von Mr. Salieri. Tommy, du Vollidiot. Ja. Spezialmenü schon probiert? Sehr bleihaltig heute das Wasser. Ist ja gut. Muss nachladen. Alle ausgeschaltet. Natürlich. Kommt los! Wir müssen ihm nach! Sergio, ja. Kommt uns! Tom, wir müssen Sergio schnappen! Jetzt hilf mir, wir werden einfach Kugeln fliegen lassen! Da habe ich was dagegen. Sehr drauf gegangen. Ne, komm. Bring mich hier raus. Wieso ist der so langsam? Wieso treffen wir nicht? Das kann doch gar nicht sein. Motorrad. Mach sie alle, Tommy! Los! Wir müssen zurück zum Auto, bevor sich dieser Idiot selbst umbringt. Ja. Seit wann habe ich einen Hut auf? Ah, vielleicht die ganze Zeit. Oh, das Motorrad ist echt langsam. Nitro. Ich bieg normal ab. Beim Motorrad ist es so, da wo man hinschaut, fährt man hin. Ah, ich kann keine Waffe ziehen. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, brauchst nicht hupen. Ich weiß selber, dass es rowdyhaftes Verhalten ist. Ja, da wäre ich beinahe draufgegangen. Man muss immer schön bremsen, wenn man sich nicht komplett in Schräglage bringen kann. Wieso ist das Auto so viel schneller als das Motorrad? Rennt doch nicht über die Straße bei einer Verfolgungsjagd. Ja, was macht ihr da? Ich würde ja gerne schießen können. Ah, jetzt muss ich zumindest ausweichen. Na komm schon. Mehr Speed. Oh oh, Brücke ist gesperrt. Brücke ist gesperrt. Nein. Oh, das ging gut. Da waren Fußgänger? Wieso sind da Fußgänger? Ja, vielleicht nur für Kraftfahrzeuge gesperrt. Was soll's. Komm schon! Muss schneller fahren! Rampe! Rampe! Habe ich die Rampe erwischt? Ja. Ja, ja, Sergio ist entkommen. Ich habe die Rampe verfehlt. Ist mir sonst noch nie passiert. Na gut, das kriegt man hin.
Das kriegt man hin. Fahr mal. B? Gas geben? Sehr gut. Wollt da zuerst nicht. Ach, hier sind wir wieder. Muss man schon schön wiederholen alles, wenn man es verkackt. Ich dachte, ich erwische die Rampe. Habe ich in GTA ständig geschafft. So. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Hat das Ding überhaupt eine Hupe? Bestimmt, wenn man einen Knopf wüsste. Und das Keymapping hier, also die Tastaturbelegung, sind etwas sehr wild. Rammt die doch einfach. Ja, nicht schreien, mehr schießen. Rammt ihn. Die wollen ihn nicht ausschalten. Ah, jetzt haben die noch ein Schleudertrauma. Komm schon. Jetzt kriegt man sie. Oder die kriegen mich. Na, schauen wir mal. Aber ich bin optimistisch. Wir haben gelernt, durch diese Baken können wir durchfahren. Das ist kein Problem. Komm schon. Ohohoho. Um ein Haar wäre es ausgewiesen. Um ein Haar wäre es wieder ausgewiesen. Ja, der trifft ja gar nicht. Der trifft ja gar nicht. So, nehme ich jetzt nochmal die Chance, die Schanze zu erwischen. Naja, es ist nicht ganz schief gegangen. Es ist nicht ganz schief gegangen. Ich glaube, zwei Unschuldige mussten darunter leiden. Nicht über die Straße laufen bei einer Verfolgungsjagd. Räumt die Straße. Die Protestaktion ist gescheitert. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass hier jemand eine Laterne hingestellt hat. Ja, ja, Mörder noch nicht gefasst. So, wir sind dran geblieben. Wir müssen nicht nochmal alles wiederholen. Durch meinen furchtbaren Motorradfahrstil. Obwohl, das kann man nicht wirklich als Motorrad bezeichnen. Das ist ja so langsam. Ah, trotzdem gefährlich. Nur finde ich faszinierend, die Dinger. Nein! Ja! Irgendwie. Irgendwie klappt's. Wo willst du denn hin, Kollege? Räumt die Straße! Räumen! Lady? Die war ziemlich unbeeindruckt. So! Endlich, nächster Checkpoint. Kann ich's gar nicht mehr versauen. Ach, das war immer noch nicht. Bring den Arsch um! Ich bring deinen Arsch um. Boah, wenn das Spiel sich im... Wer soll herkommen? Habe ich eine Granate? Shit, hätte ich mitnehmen sollen. Geiler Revolver. Guter Revolver. Und ihr habt ein richtig schönes Auto. Was habt ihr denn hier? Ist das das Motorrad? Wer will meinen Kopf platzen lassen? Finde ich nicht nett. Was ist denn hier drin, außer Erste Hilfe? Zweite Hilfe wäre auch ganz gut. Wurfmesser, glaube ich. Sehe ich gerade aber nicht. Oder ein Katana. Hier hinten in der Kiste? Nein? Gut. Das ist, glaube ich, egal. Wo seid ihr denn? Ich sehe niemanden. Versuch's mal mit Deckung. Ah, da bist du ja. Nein! Muss nachladen. Und oben steht auch noch ein Arsch. So ein Arsch. Nein! Ein Glück, der hat Scheiße geworfen. Oh, jetzt brennt er selber. Mist! Wie soll ich den da oben denn abknallen? Das hat geklappt. Ist die andere Waffe genauer? Da hinten sind auch welche. Ja, also die hat zumindest mehr gestreut.
Schade, dass ich das Helfer-Item schon komplett inhaliert habe. Bräuchte ich jetzt nochmal. Ja, ist hier gut. Oh, hier gibt es Munition. Ach, nur in der Kiste. Dann wechsle ich kurz die Waffe. Hey, was überlebt ihr denn alles? Okay, das hat er nicht überlebt. Schlechte Wahl von ihm. Help-Item. Brauchen Help-Item. Da ist doch noch jemand hier drauf, oder? Dachte ich, etwas gehört da oben. Waren vielleicht diese Ambient Noises. Oh oh. Deckung. Nein, schnapp die mich. Hab dich. Wo seid ihr denn alle? Wo seid ihr denn alle? Da hinten Kopf. Guckt ein Köpfchen raus. Und da. Geht das auch hoch? Ja, zumindest ein bisschen. Aha. Und wo ist der Rest von... Nicht bewegen. Ja, ich treffe dich doch, auch wenn du da drüben bist. Ah, kleine Explosion ausgelöst. Lass mich doch in Ruhe. Da ist ein Benzinkanister. Hätte ich mich beinahe selbst ausgeschalten damit. 8 Schuss reicht eigentlich für nichts. Wo sind die denn? Ich brauche Help. Help, irgendwo ein Help-Item. Oh, das passt. Das nehme ich. Molotow nehme ich. Und das Collectible nehme ich natürlich auch. Kommt schon raus, ihr Feigen. Wehrt mich im Visier. War da hinten noch jemand? Aha, Treffer. Da ist er ja. Und da oben. Glaub, das war der Schreihals, den ich gehört habe. Mensch, ist die Waffe gerade genau. Vorsicht, Mann fällt. Das blaue Fass explodiert nicht, das war mir schon klar. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein extra Spezialeffekt. Säure, die da drin ist und sich durch meine Gegner frisst. Wer weiß das schon so genau? Da hinten ist noch ein Fass. Treffe ich von hier nicht. Wo ist der schon wieder abgehauen? Und wieso ist noch keine Polizei da? Ja. Au. Ja, das war dämlich, in die Gegnermenge zu stürmen. Ich dachte, mit dem LMG würde schon klar gehen. Anscheinend nicht. Ja, ja. Letzten Kontrollpunkt laden. Ich habe verstanden, dass ich mich nicht komplett dämlich anstellen kann. Okay, aber wir sind zumindest wieder hier. Aha. So, dann wollen wir mal rüber. Und in Deckung. Da drüben! Ja, ja. Ja, für euch. Habt doch die viel bessere Waffe. Der kommt von hier! Ich bin hier. Au. Muss kurz nachladen. Das Öl über mir gefällt mir nicht. Muss mir ja nicht alles gefallen. So. Bessere Deckung. Ihr ladet nach, das mache ich auch. Oh, da ist hier ein Kopf. Wie ich gesagt habe. Wenn man nur den Kopf raushält, kann man auch nur den treffen. Deswegen halte ich gerade meinen ganzen Mann raus. So. Oh nein, Mist. Ja, da hast du recht, Mist gesagt. Wofür bezahle ich euch? Ihr nehmt alles auseinander. Ja, dafür bin ich da. Wo drüben? Jemand da oben? Nö, ich sehe nichts. Ich höre aber was. Nein!
Nicht schon wieder. Tommy. Okay, irgendwie war das im Waggon verstecken die falsche Taktik. Ja, ja, letzten Kontrollpunkt. Das Kind wäre mal schon schaukeln. Glaube, ich habe auch noch Molotow-Cocktails. Sollte ich mal einsetzen? Ja, dass wir wieder hier sind, ist verständlich. Ich würde sagen, das ist gerade noch so in Ordnung. Boah, der hat aber viele Treffer weggesteckt. Nicht das volle Programm. Halbes Programm reicht. Aha. So, einmal nachgeladen. Habt ihr noch Munition für mich? Schrotflinte brauche ich nicht. Der kommt von hier! Okay, ich glaube, den einen haben wir erwischt. Den haben wir erwischt und... Wie lebst du noch? Mist. Der Ogen hat mich getroffen. Ich brauche ein zweites Hilfe-Item. Fuck. Nicht sagen, dass ich mich gerade gut anstelle. Oh, hat getroffen. Was soll's? Was soll's? Ergebnisse zielen. So, Munition. Wofür bezahle ich euch? Ihr nehmt alles auseinander! Das ist richtig. Ich gehe mal hier rein, oder? Wird bestimmt irgendwo ein Helf-Item drin liegen. Helf-Item! Da hinten hängt doch eins. Was will man denn mir? Ein bisschen mehr Deckung. Ich lade nach. Boah. Ja, voll erwischt. Nicht von der Seite. Deckung. Oh, wie? Ja, geschafft. Hui. Die können ganz schön gut treffen, würde ich sagen. Ich nehme die Munition. Ja, damit. Hier ist nochmal Gesundheit irgendwo. Na, ich glaube, wir haben genug. Das reicht erstmal. Nein! Das ist aber eine richtig coole Mission. Wieso haltet ihr mich auf? Den hat es zerlegt. Natürlich tut das weh. Ebenso. Du auch nicht mehr. Wieso feuert es hier so? So, da haben wir noch einen Kollegen. Sehr schön. Kollege ausgeschalten. So, jemand hier oben. Feuerwerkskörper. Nein! Was sind denn das denn für Gewehre? Nee, was sind das? Ebel. Schade, ich dachte, das wären so Sniper-Gewehre. Würden aber ein bisschen dann zu modern aussehen. Oh, oh. Ich glaube, gleich hat er kein Glück mehr, der Sergio. Ich wusste gar nicht, dass ich das machen kann. Geht das jetzt auch noch hoch? Schade. So, hier hat man ja eigentlich noch ein Helf-Item. Kann ich direkt verwerten. Da liegt's ja. So, kann uns gar nicht besser gehen. Vielleicht, wenn wir nachgeladen haben, doch. So, ah, das Dock braucht auf jeden Fall eine neue Führung. Ich glaube, ich kann das nicht hochjagen. Schade eigentlich. Kacke, was ist passiert? Ein gottverdammter Zug! Ja. Härteste Droge der Welt. Ein Zug und man ist tot. Selber. Er verliert gleich noch mehr Männer. Ich würde sagen, das war ein direkter Treffer. Ich mag die Mission.
Entschuldigung. Aber da tropft es doch raus. Zünd mal bestimmt an. Ja. Kein Feuer. Pass doch auf, der ganze Diesel läuft aus. Tja, wo seid ihr? Hab dich. Oh, oh, oh. Du hast mich nur angeschossen, du Arschloch. Glaubst du ernsthaft, dass du mich töten kannst? Oh. Oh, kein Glück mehr. Doch noch Glück. Komm, wirf noch einen Molotow auf ihn. Was habe ich dir gesagt? Niemand kann mir was. Da wäre ich mir nicht so sicher. So viel Glück hast du nicht, Bastard. Warte, nein. Das ist tatsächlich kein Glück. Okay, das hat er nicht überlebt. Geile Mission. Na gut, wir sind am Ende vom Kapitel angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.